Hackt's bei euch. Ich zeige euch, wie ihr das Fenstergetriebe wechseln könnt. Heute zeige ich euch, wie ihr bei einem Winkhausfenster das Getriebe rausnehmen könnt, das neue anpassen könnt und anschließend das neue einsetzen könnt. Wir brauchen dazu einfach nur einen Schraubendreher und ab ans Fenster. So, hier haben wir unser Musterfenster. Das Getriebe ist ganz normal vorne mit einfachen Schrauben am Fensterflügel verschraubt. Ich löse jetzt nacheinander die Schrauben, dann können wir das Getriebe grundsätzlich rausnehmen, vorher noch den Fenstergeflösen abziehen und dann können wir das Getriebe einfach der Stirnseite abziehen. Es ist grundsätzlich egal, in welcher Reihenfolge ihr die Schrauben löst. Dadurch, dass das Getriebe im Fensterprofil festgeklemmt ist, fällt es euch nicht direkt entgegen. Es kann durchaus nur sein, dass ihr lockerer sitzt, aber es fällt euch nicht entgegen. Bei mir ist es jetzt so, dass das Getriebe momentan noch durch den Fenstergriff gehalten wird. Das heißt, der Fenstergriff ist mit seinen beiden Schrauben noch fest verschraubt und somit kann das Getriebe sich nicht von alleine lösen. 1, 2, hier ist noch eine dritte. An unserem Getriebe könnt ihr erkennen, wir haben hier eine Fehlschaltsicherung. Das heißt, die Fehlschaltsicherung hat sogar zwei Funktionen. Einmal ein Auflauf, das heißt, durch diesen Auflauf wird der Flügel in die Schließposition richtig gehoben, damit er nicht schleift. Und erst, wenn die Fehlschaltsicherung gerade ist, also im geschlossenen Zustand des Fensters, kann das Fenstergetriebe bedient werden. Ist einfach mit zwei weiteren Schrauben durch Getriebe hindurch befestigt und kann im Anschluss von unserem neuen Getriebe auch wieder einfach so montiert werden. Zur Demontage einfach gerade ziehen, abziehen, ablegen. So, Fenstergriff ab. Jetzt könnt ihr einfach kurz hier oben den Stulp greifen. Ich nehme eine Schraube, damit ich es besser greifen kann. Und dann einfach nach unten hin herausziehen. So, hier haben wir unser Getriebe ausgebaut aus dem Fenster. Wir legen es einfach mal nebeneinander, damit ihr erkennt, wie gleich oder wie unterschiedlich die Getriebe sind. Hier Schneckengehäuse an Schneckengehäuse. Den Verschlusszapfen können wir entsprechend dem Verschlusszapfen am neuen Getriebe anpassen, weil der Verschlusszapfen am neuen Getriebe ist noch von der Lieferung her unbeweglich. Das heißt, erst durch eine spätere Bedienung, Erstbedienung des Getriebes, wird ja eine Sollbruchstelle gebrochen und der Fenstergetriebe funktioniert dann erst frei, ist hier eine Montagehilfe für den Fensterbauer. Ansonsten ist hier zu erkennen, wenn die Verschlusszapfen gleich sind, beim gleichen Getriebe, dass sogar die Befestigungslöcher gleich sind. Das heißt, ihr könnt dieselben Löcher benutzen und dieselben Schrauben. Und bei unserem Getriebe ist es so, dass wir erkennen hier den Längenversatz, so wie es ursprünglich vom Fensterbauer gekürzt worden ist. Und am Ende des Getriebes ist ein Loch. Das heißt, wenn wir das neue Getriebe gekürzt haben, muss auch hier das Loch gebohrt werden und dann können wir es montieren. Wir drehen es einfach mal um, dann zeige ich euch, wie ihr die Variante mit der Lochbohrung realisieren könnt und dann gibt es noch eine Alternative mit einer sogenannten Stuhlplatte. Hier ist ein weiteres Loch zu bohren nicht notwendig und die Kürzung findet etwas anders statt, zeige ich euch ja am selben Getriebe. Einmal an der einen Seite mit Lochbohrung, an der anderen Seite mit Stuhlplatte. So, zeige ich euch mal die Lochbohrung, das heißt immer noch sicherzustellen, dass die Verschlusszapfen an der richtigen Stelle sind und dann könnt ihr hier erkennen, dass die Getriebe unterschiedlich lang sind und ihr könnt jetzt mit einem geeigneten Stift oder mit einer Anreißnadel könnt ihr hier die Markierung setzen, wo ihr später abtrennen müsst. Das heißt, die Zahnstange vom neuen Getriebe muss dann so lang sein wie die Zahnstange vom alten Getriebe und der Stulp vom neuen Getriebe muss an die Länge der Stulplänge des alten Getriebes angepasst werden und dann anschließend noch die Bohrung gesetzt werden. Auf der anderen Seite zeige ich euch die Variante ohne Bohrung. Hier wird die Stulpplatte verwendet, das heißt, ihr könnt die Zahnstange und den Stulp an derselben Stelle kürzen und anschließend die Stulpplatte verwenden, damit ihr verschrauben könnt. Als Orientierung gilt hier die Länge der Zahnstange vom alten Getriebe. Könnt ihr dann auf der neuen Zahnstange bzw. auf den neuen Stulp derselben Höhe anzeichnen. Ich zeige es euch mal hier an der Stelle, das heißt hier ist die Markierung jetzt genauso lang wie die alte Zahnstange.
Ich würde es jetzt kurz mal kürzen und danach bauen wir es ein. So, mit unserem neuen Getriebe beidseitig gekürzt. Wenn ihr es neu einsetzt, bitte achtet darauf, dass der Verschlusszapfen an der richtigen Stelle sitzt. Wir haben jetzt ein Getriebe, was mittig ist. Wir könnten es einbauen, dass der Zapfen unten ist oder oben ist. An unserem Schließbecher kennen wir, dass er oben sein sollte. Und deshalb beachtet es, weil zum Schluss könnt ihr es zwar wieder umsetzen, aber dann ist ein Arbeitsschritt weniger. Zum Einsetzen einfach das Schneckengehäuse in der Mitte in den Fensterflügel einrasten lassen. Dann geht ihr nach oben, hebt den Stulp ab und drückt die Zahnstange in den Zahnschuh der Eckumlenkung ein. Manchmal ein bisschen rütteln, ein bisschen Spiel ist drin, darf sein, ist alles in Ordnung. Einmal oben. Oben ist die Variante mit Loch, da schrauben wir gleich die Schraube direkt rein in das alte Loch, was vorhanden ist. Unten haben wir Zahnstange und Stulp gleich gekürzt. Auch einmal eingesetzt. Stulpplatte draufgesetzt. Zack. Und schon können wir verschrauben. Wir setzen mal zwei, drei Schrauben ein und danach probieren wir das Getriebe aus. Genau, dadurch, dass wir hier unten die Stulpplatte aufgesetzt haben, ist der Stulp fest montiert. Das Getriebe kann also an der Stelle nicht mehr rausrutschen. Und jetzt einfach so, wie wir vorhin die Schrauben rausgenommen haben, drehen wir sie jetzt wieder rein. Ich setze jetzt einfach einen Versatz ein, damit das Getriebe erstmal fest am Flügel sitzt und danach die anderen Schrauben, damit es komplett fest ist. Vorhin haben wir die Fehlbedienungssperre abgebaut, die setzen wir natürlich wieder ran, damit der Flügel wieder richtig funktioniert. Bitte achtet darauf, Fehlbedienung gerade drehen, damit auf der Rückseite der Klotz und die beiden Führungsteile auf derselben Linie sind. Ihr könnt das wieder einsetzen, die Feder dreht das Teil schief und anschließend einfach wieder es festschrauben. Eins. Auch schon die letzte Schraube. So, so einfach ist das Getriebe wieder eingebaut. Wir nehmen jetzt den Fenstergriff und probieren mal aus. Nehmen wir die Schrauben raus. Wir machen es jetzt im geöffneten Zustand. Bitte, wenn ihr den Flügel ausprobieren wollt, bringt ihn erst in die Verschlussstellung. Das heißt, wir müssen die Fehlbediensperre bedienen. Und jetzt durch ein Kräftchen Bewegung wird die Sollbruchstelle in der Schnecke gebrochen und das Getriebe ist frei beweglich. Wieder Fehlbediensperre, genau. Also, Getriebe funktioniert einwandfrei. Jetzt machen wir den Fenstergriff wieder fest und der Fensterflügel ist fertig. Und alles verstanden? War doch einfach. Beim nächsten Getriebe fällt es euch sowieso leichter. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Solltet ihr trotzdem noch Fragen haben oder Hinweise für mich, schreibt uns gerne einen Kommentar und wir werden euch dazu antworten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und bitte abonniert unseren Kanal. Tschüss!